Nachdem wir uns jetzt schon angeschaut haben, welche 10 Punkte der aktuelle Mustang besser macht als der aktuelle Camaro, wird es jetzt Zeit für Runde 2. Wie angekündigt folgen also jetzt 10 Dinge, die der Camaro besser macht als der Mustang. Nummer 10. Details in der Verarbeitung. Gemeint ist damit, dass wir beim Camaro viele kleine Dinge haben, die dem Wagen aber insgesamt einen viel hochwertigeren Eindruck geben. Damit meine ich nicht mal nur, dass die Spaltmaße in der Regel besser sitzen als beim Ford, sondern wir haben auch zum Beispiel lackierte Plastikteile außen. Das heißt, der Diffuser und auch alle Teile des Kühlergrills sind in Hochglanzschwarz lackiert, während wir beim aktuellen Mustang zum Beispiel nur den oberen Kühlergrill im GT lackiert kriegen, aber der untere Kühlergrill und auch der Diffuser sind dann noch in diesem Plastiklook, was nicht ganz so schön aussieht. Genauso haben wir im Camaro auch für die Motorhaube ab Werk schon Haubenlifter verbaut, während wir beim Ford diesen ollen Metallkrakel noch in die Haube stellen müssen. Nummer 9. Der Tank. Bei einem Auto, was schon locker 12 bis 14 Liter Verbrauch im Durchschnitt haben kann, ist natürlich ein großer Tank von Vorteil. Und hier sticht der Camaro mit 72 Liter Tankvolumen im V8 den 61 Liter Tank vom Mustang GT deutlich aus. Aber eine Sache müssen wir dort auch erwähnen, und zwar hat der Camaro den Tankdeckel abschließbar. Also mit der Zentralverriegelung kriegt auch niemand mehr den Tank auf. Beim Mustang ist der Tank immer offen, der lässt sich nicht abschließen. An sich ist sowas ja nur eine Kleinigkeit, aber man sollte bedenken, dass es leider doch so ein paar Neider und Leute, die an so einem Auto nicht gönnen, gibt. Und wenn die halt ungeschützten Zugriff zum Tank jederzeit haben, hat man schon ein schlechtes Gefühl dabei, wenn der Wagen mal irgendwo auf der Straße abgestellt ist. Nummer 8. Speichern von Einstellungen. Natürlich speichern beide Wagen gewisse Einstellungen mit meinen Radiosendern, Navi-Ziele und so weiter. Was ich aber meine, ist, dass wenn ich den Motor ausmache, der Mustang leider sehr viele Dinge immer wieder vergisst. Nehmen wir zum Beispiel den Fahrmodus. Der Mustang merkt sich nicht, in welchem Modus ich den Wagen abgestellt habe, sondern startet immer in dem Normalmodus. Der Camaro hingegen merkt sich zumindest, ob ich in dem Standard-Tour-Modus oder in dem Sportmodus war. Und so kann ich auch im Sportmodus einfach am nächsten Tag wieder normal starten. Aber im Camaro haben wir ja noch die Möglichkeit, die Auspuffanlage zum Beispiel separat anzusteuern. Das heißt, ich kann, um meinen Nachbarn Gefallen zu tun, abends den Wagen auf leise stellen und am nächsten Morgen startet er dann auch auf leise. Nummer 7. Die Reifen. Hiermit meine ich nicht mal, dass der 15er Mustang noch sehr umstrittene Pirelli-Reifen drauf hatte. Da hatte Mustang mit dem 18er GT schon deutlich nachgebessert. Hier geht es darum, dass der Stand der Reifen, also wie die optisch im Radkasten sitzen, beim Camaro ein bisschen schöner einfach aussieht. Beim Mustang sieht es schon so aus, dass man eine Tieferlegung oder eine Spurverbreiterung für die sportliche Optik noch ein bisschen gebrauchen könnte. Beim Camaro ist der Sitz der Reifen einfach ein Stück schöner. Kann auch daran liegen, dass wir ab Werk im Camaro auch gleich 20 Zoll und nicht nur 19 Zoll Felgen wie beim Mustang bekommen und dadurch die Felgen ein bisschen massiver auch im Radkasten wirken. Nummer 6. Die Nähe zum US-Modell. Ich habe ja in meinem Kanal schon mal vorgestellt, die Unterschiede zwischen EU und US-Modell sowohl beim Mustang als auch beim Camaro. Und hier finde ich es einfach deutlich schöner, dass der Camaro keine großen Unterschiede zum US-Modell macht. Also von der Ausstattung, von der Leistung, von der Optik. Wir kriegen eigentlich fast das gleiche Fahrzeug wie die Amis, bis auf ein paar kleine Details. Während beim Mustang man schon sehr viele Anpassungen vorgenommen hat für Deutschland bzw. Europa und die anderen Exportmärkte. Ja, das ist dann halt Geschmacksfrage, ob man jetzt so klare Rückleuchten schöner findet oder nicht. Nummer 5. Features. Bevor jetzt jemand sich wundert, Moment, Features waren doch auch in den Top 10 bei dem Mustang. Klar, aber jetzt geht es um Features, die der Camaro hat und der Mustang nicht hat. Besonders sticht hierbei natürlich das Heads-Up-Display raus. Das kann uns während der Fahrt in der Scheibe wirklich sinnvolle Informationen wie Drehzahl, Messergeschwindigkeit, Navi-Einblendung und sowas anzeigen. Aber auch den Blindspot-Monitor sollte man nicht vergessen, also den tote Winkelwarner, der im Spiegel durch so eine kleine Lampe halt anzeigt, ob jemand im toten Winkel neben einem fährt. Gerade bei so einem unübersichtlichen großen Wagen ist das schon echt eine Erleichterung für den Alltag. Aber auch die Memory Seats sind wirklich eine tolle Sache, also dass ich verschiedene Einstellungen der Sitze speichern kann und zum Beispiel auch einen Komfortausstieg wählen kann, dass wenn ich aussteigen möchte, der Sitz zum Beispiel nach hinten fährt, damit ich besser aus den großen Türen aussteigen kann. Nummer 4. Die Wertigkeit des Innenraums.
Klar, der Mustang hat insgesamt mehr Soft-Touch-Flächen im Innenraum, wenn man ein Premium-Paket nimmt. Aber es geht jetzt eher um die Wertigkeit der Materialien, besonders wenn wir uns das Leder anschauen. Das ist im Chevy einfach deutlich hochwertiger und fühlt sich so richtig angenehm weich an. Dazu hatte Ford ja auch so ein bisschen Qualitätsprobleme beim Leder, bei den Sitzen bislang. Ist halt schade, wenn bei einem recht neuen Auto dann irgendwie die Sitze nach kurzer Zeit schon bröckelig aussehen oder Wellen schlagen. Hier muss man einfach jetzt abwarten, ob mit dem 18er GT dieses Problem behoben wurde. Aber so ein klein wenig in die Wertigkeit des Innenraums zählt auch mit rein, dass wir beim Camaro zum Beispiel richtige LED-Leseleuchten verbaut haben, was so ein schönes weißes Licht auf den Innenraum wirft, während Ford halt leider noch diese kleinen gelben Böhren verbaut, die man vielleicht doch eher in so einem Skoda oder so erwartet. Nummer 3, Raritätsstatus. Wenn man sich die Verkaufszahlen in Deutschland anguckt, läuft der Mustang einfach wie geschnitten Brot. Also die Verkäufe sind absolut top. Ford hat damit selbst nie gerechnet, dass er sich so gut verkauft in Europa. Entsprechend sehen wir aber im aktuellen Straßenbild auch immer mehr aktuelle Mustangs dazukommen. Wenn man sich also die gesamte Anzahl an Fahrzeugen in Deutschland anschaut, haben wir über 10.000 Mustangs, die in Deutschland rumfahren. Aber von der 6. Generation Camaro haben wir vielleicht so knapp über 2.000 Stück. Das heißt, der Camaro hat halt noch so einen gewissen Exotenstatus und ist deswegen auch ein bisschen mehr was Besonderes, als wenn man jetzt Mustang fährt. Nummer 2, die moderne Aufmachung vom Infotainment. Okay, manche werden mich vielleicht für diese Aussage hassen, aber ich finde das Sync 3, was im Mustang verbaut wird, echt nicht gelungen. Es kann sein, dass das technisch schön reagiert und tolle Funktionen hat, aber diese Optik finde ich absolut unpassend in dem Fahrzeug. Mich erinnert sie immer an dieses Ding hier, das ist Fisher-Price My First Tablet für Kinder und irgendwie sieht das bei Ford sehr ähnlich aus. Beim Chevy haben wir einfach eine viel modernere Oberfläche, die für mich auch einfach mehr in so einen hochwertigen Sportwagen reinpasst. Und wenn wir den 15er GT betrachten, da fehlen auch wichtige Features einfach, die man vom modernen Infotainment erwartet, wie wir können die Geschwindigkeit gar nicht digital anzeigen lassen und wir können auch die Navi-Einblendung nicht im Tacho anzeigen lassen, während der Camaro das alles kann und sogar am Heads-Up-Display einen Navi-Pfeiler einblendet. Klar, am 18er Mustang mit dem digitalen Tacho hat Ford hier nachgebessert. Hier können wir auch diese Einblendungen alle anzeigen lassen im digitalen Tacho. Aber die Optik zwischen Sync 3 und digitalem Tacho nebeneinander passt für mich einfach nicht zusammen. Das ist beim Chevy einfach stimmiger gelöst. Nummer 1, Sportlichkeit. Eigentlich erklärt sich dieses Thema schon, wenn wir nur die Herstellerbezeichnungen der Fahrzeuge miteinander vergleichen. Der Mustang GT ist ja ein Grand Tourer, also ein Auto, was zum Cruisen, für Langstrecke und Gemütlichkeit gedacht ist, was aber dann eben auch die Power hat, um mal richtig loszulegen oder auch dann mit dem Magnetic Ride ein bisschen sportlicher zu fahren. Aber der Camaro, der setzt ja von vornherein beim Namen auf SS, also Supersport. Und das merkt man eben auch, die ganze Abstimmung, wie der Wagen sich verhält, wie viel Gewicht der Wagen hat. Alles spielt hier zusammen und der Camaro fühlt sich im Fahren deutlich mehr nach einem echten Sportwagen an, wie man es vielleicht aus Europa kennt, während der Mustang doch noch eher ein klassisches Ponycar ist, was aber eben so den Absprung zum Sportwagen machen möchte. Das sind also 10 Punkte, die der Camaro besser macht als der Mustang. Wichtig ist, dass man nicht generell sagen kann, der Camaro ist das bessere Auto als der Mustang oder der Mustang ist das bessere Auto als der Camaro. Beide Fahrzeuge haben meiner Meinung nach ihre eigenen Vor- und Nachteile und jeder sollte sich für seine eigene Anforderung und seine Ansprüche an das Fahrzeug den Wagen suchen, den er am geeignetsten findet. Oder eben welcher nach der eigenen Meinung am geilsten aussieht, geht natürlich auch. Wenn ihr also die beiden Top-10-Listen miteinander vergleicht, werdet ihr feststellen, dass jeder Wagen bestimmte Dinge besser kann als der andere, aber trotzdem sind beides geile Fahrzeuge. Es wird noch ein Video folgen, wo es ein bisschen mehr Richtung Kaufberatung geht, also welcher Wagen passt vielleicht besser zu mir, wenn ich genau zwischen den beiden stehe. Aber bis dahin soll es erstmal das gewesen sein mit diesem Video. Wie immer bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Drückt gerne dann auf den Gefällt mir-Button oder abonniert meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!